Hier ist er also, der brandneue Kylian Mbappé Signature Fußballschuh. Und in so einem Design hat man schon lange keinen Mbappé-Schuh mehr bekommen. Mussten generell sehr lange warten. Jetzt ist es endlich soweit. Der neue Nike Superfly 9 hier im Mbappé Comic Colorway. Den Schuh schauen wir natürlich für euch jetzt wieder im Detail on-pitch an. Falls ihr euch den Schuh sichern wollt, bin natürlich unten verlinkt. Und jetzt alle Infos zum neuen Mbappé Signature Fußballschuh. Kylian Mbappé bekommt also einen brandneuen Signature-Fußballschuh. Man kann schon erkennen, Thema Comic spielt hier eine entscheidende Rolle. Was dahinter steckt, gibt es natürlich gleich im Detail, aber man kann schon erkennen an diesem neuen Signature-Schuh, auch wenn wir sehr lange warten mussten, dass Kylian Mbappé spätestens jetzt in die Fußstapfen von CR7 tritt und die Nike Superfly-Linie übernimmt. CR7 in Saudi-Arabien und nicht mehr im Top-Fußballer-Alter, deswegen Mbappé jetzt der Leadspieler zu diesem Fußballschuh. Und muss sagen, es funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir haben einen richtig krassen Nike Superfly und den schauen wir uns natürlich für euch jetzt in Action an. Wir haben hier also ein Nike Superfly Colorway, was wir so noch nicht hatten. Vor allem auf der Innenseite so einen Nike Swoosh habe ich persönlich bei einem Nike Superfly schon noch nie gesehen. Swoosh steht hier drin, man kann ganz klar dieses Comic-Charakter erkennen. Es geht auch ein bisschen mehr um die Freude am Fußballspiel, was ja auch ein bisschen bei diesem ganzen Druck im Fußballgeschäft verloren gegangen ist. Deshalb wird hier dieser Comic-Charakter auch mal wieder diese Spaß, Freude in den Vordergrund gestellt. Finde ich ein sehr, sehr starkes Motto, denn schlussendlich haben wir alle mit Fußball angefangen, weil es uns Spaß macht und nicht wegen dem Geld und dem Erfolg dahinter. Das möchte Mbappé mit diesem Fußballschuh vor allem den jungen Spieler wieder in die Hand nehmen, um so die Freude am Spiel wieder auf den Platz zu bringen. Nochmal zurück zum Thema Manga. Ich muss ehrlich sagen, vor allem bei diesen Schriftzeichen und dieser Anordnung muss ich so ein bisschen auch an Tsubasa denken. War damals auch eine meiner Lieblingsserien. Ich denke, ihr kennt es auch noch. Wir haben hier auch nochmal so hier diese Schriftzeichen und auch auf der Innenseite. Vielleicht weiß der ein oder andere, was dahinter steckt. Könnt gerne mal Feedback in den Kommentaren da lassen. Wir lösen es natürlich dann im nächsten Video auf. Aber ich muss sagen, vom Colorway ein sehr, sehr spannender Fußballschuh. Und jetzt nochmal direkt diese Passform von diesem Fußballschuh aufzugreifen, würde ich sagen, schauen wir uns den Schuh an und zwar klassisch On-Feet. On-Feet, meiner Meinung nach ein richtig starkes Colorway von Nike. Sieht sehr, sehr clean aus. Kommen wir aber mal zur Passform. Man kann sagen, True Size, also normale Nike-Größe, fällt minimal breiter aus als der Vorgängermodell. Vor allem hier im Mittelfußbereich kann man es erkennen. Da ist ein bisschen mehr Luft vorhanden. Ansonsten hier beim Fußball ein enger Sitz, also weiter McCool ähnlich enger Sitz. Trotzdem natürlich breiter geschnitten, kann man, glaube ich, von oben hier schon mal ganz gut erkennen. Beim Superfly, also mit Socke, kann man hier erkennen, gibt es so einen leichten Knick hier hinten. Das kann zu Problemen führen. Kommt natürlich auch nochmal gleich dazu, deswegen spiele ich ein bisschen näher den Vapor. Ansonsten enger Sitz, um natürlich diesen Lockdown auch auf den Platz zu bringen. Kann sagen, true to size und von schmal bis leicht breit kann man diesen Fußballschuh auf jeden Fall spielen. Beim Playtest dürfen natürlich auch nicht die wichtigsten Infos zum Nike Superfly fehlen. Ihr kennt natürlich den Schuh schon im Detail vom Review, nichtsdestotrotz für all die, die das Video nicht gesehen haben. Wir zeigen euch natürlich, was macht ein Fußballschuh aus, was macht er gut, vielleicht auch nicht ganz so gut,
Das gibt es jetzt für euch im Schnelldurchlauf. Kommen wir mal zum Spielertyp. Man kann sagen, temporeiche, dribbelstarke Spieler finden bei diesem Fußballschuh die optimale Waffe. Wir haben ein Vaporposit Plus Ummaterial, was nochmal im Vergleich zum Superfly 8 deutlich weicher geworden ist und aus zwei Schichten bzw. zwei verschiedenen Ledern besteht. Zum einen, da wo man den Ball trifft, ist es sehr, sehr weich und verringert. An den Stellen, wo man sich viel bewegt, ist es verstärkt für die zusätzliche Unterstützung. Und man kann sagen, man hat hier einen barfußähnlichen, sehr direkten Touch, auch wenn es diesen typischen Mercurial Touch so minimal verloren hat. Aber nicht nur der Touch bei diesem Fußballschuh ist sehr, sehr gut, sondern vor allem das Thema Lockdown und Stabilität. Wir haben hier ein Obermaterial, was sich relativ gut um den Mittelfußbereich anlegt. Das heißt, man hat hier einen optimalen Support, vor allem für dieses Thema Wendigkeit und die Stabilität fürs Tempo-Dribbling. Das macht dieser Fußballschuh sehr, sehr gut. Beim Superfly haben wir natürlich zusätzlich die Socke, was helfen soll, minimal mehr Halt zu haben. Macht meiner Meinung nach aber kein großer Unterschied zum Nike Vapor. Und hier kann man einfach sagen, Low-Cut oder High-Cut, was spielt man lieber? Natürlich dürfen wir auch nicht die Sohle vergessen, die Erstungssohle, was ja diesem Fußballschuh gewissermaßen auch den Namen gegeben hat. Man kann es hier farbig ganz gut erkennen, hier im Vorderfußbereich ist ein eingeschlossenes Luftpolster, genauso im Fersenbereich, was einfach helfen soll, nochmal explosiver auf dem Platz zu beschleunigen. Habe ich euch schon oft erklärt, dass das die Theorie dahinter ist. Ehrlicherweise spürt man es auf dem Platz nicht ganz so krass und ich muss sagen, dieses Feature hat die Namensgebung bei diesem Fußballschuh nicht ganz verdient. Dann schauen wir uns hier mal den Zoom Superfly 9 Elite KMFG an. Sehr langer Name. Leider an der Box nichts Besonderes. Hätte man wahrscheinlich bei dem Motto, bei der Farbe ganz cool aufgreifen können. Hier aber die Erscheinung bei diesem Fußballschuh. Ich muss sagen, Innenseite, Außenseite kombiniert sich richtig gut. Ich hole mal einen raus. Wie gesagt, wir haben hier Gelb und Blau als Hauptfarbe. Und muss ehrlich sagen, es überrascht mich, dass es hier so sehr, sehr gut kombiniert wurde. Vor allem dieses Weiße von den Schriftzeichen finde ich richtig geil hinter dem Nike Swoosh. Das Gelb, vor allem mit den blauen Details hier vorne, sehr comic-lastig, sehr, sehr cool. Hier hinten KM-Logo, diesmal ein bisschen abgewandelt als normalerweise. Innenseite mein Highlight, wir haben hier so einen sehr, sehr speziellen Nike-Swoosh. Sowas gab es bei Nike noch nie in dieser Form. Vor allem hier nochmal Swoosh reingeschrieben, also richtig cool dieses Comic-Motto. Und man kann erkennen, wenn man genau hinschaut, das ist hier so in einem 3D-Look. Also sehr, sehr cool gemacht. Auch die Sohle hier in Gelb. Dunkelblau und hellblau, überraschend cool, hätte ich nicht gedacht, dass sich das so cool kombiniert. Wenn man jetzt mal beide Innenseiten, Außenseiten vergleicht, sieht das schon sehr, sehr cool aus. Also muss ich echt sagen, war ich positiv überrascht, vor allem hier vorne finde ich dieses von der Struktur sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera kennt, wegen Licht hier innen drin. Rapid, also dieses Thema Too Fast, ist ja auch hier bei dem Fußball schon entscheidend, ist ein Speedboot. Dann haben wir hier auch nochmal einen sehr, sehr coolen Beutel. Der ist nämlich dieses Mal, ich lege es mal hier hin, der ist nämlich dieses Mal auch in diesem Comic-Look. Da haben wir auch nochmal dieses Thema True Rabbit. Also wir gehen hier natürlich ganz klar hier auf das Thema Geschwindigkeit. Auch hier ein paar Details von Kylian Mbappé untergebracht. Finde ich sehr, sehr cool, nochmal diese Details an diesem Fußballschuh zu zeigen. Hier nochmal das Logo. Und ihr seht, es gibt den Fußballschuh hier auch als Nike Vapor. Das heißt, wir haben sowohl eine Low-Cut als auch eine High-Cut-Variante zu diesem neuen Kylian Mbappé Signature-Fußballschuh. Was ist jetzt also meine Meinung zu genau diesem Fußballschuh, dem Nike Superfly? Zunächst zum Colorway, ihr habt gehört, ich bin ein großer Fan von diesem Schuh. Muss sagen, dieser Comic-Charakter hat Nike sehr, sehr cool gemacht und vor allem blaues Colorway, das sehr, sehr cool aussieht. Hätte ich nicht gedacht, blau und gelb, dass sich so kombiniert. Und auch was das Ballgefühl bzw. die Performance von diesem Fußballschuh angeht, wisst ihr, das ist ja mein Lieblingsfußballschuh, der Nike Vapor, tatsächlich für mich auf Platz Nummer 1, vor allem aufgrund des Gesamtpakets. Wir hatten sehr, sehr weiches Obermaterial mit diesem neuen Vaporposit Plus Obermaterial. Gleichzeitig aber genügend Schutz und genügend Halt, was diesen Fußballschuh vor allem im Tempo-Dribbling so beliebt macht und auch zu einem der meistgespielten Fußballschuh überhaupt. Probleme habt ihr auch gehört, gibt es einige Kleinigkeiten. Zum einen hier der Sockenbereich, was zur Blasenbildung führen kann, nicht unbedingt muss. Dann der Vorderfußbereich ist nicht mehr ganz so aggressiv wie beim Superfly 8 oder 7. So ein bisschen dieses klassische Mercurial-Feeling auch durch den Fit minimal verloren gegangen. Für mich kein Nachteil, weil ich einfach etwas breitere Füße habe und damit diesen Fußballschuh problemlos spielen kann.
Namensgebung, Sohle, lässt sich drüber streiten. Nichtsdestotrotz, das Gesamtpaket bei diesem Fußballschuh, muss man sagen, aktuell nur schwer schlagbar. Das war's auch schon wieder zum brandneuen Kylian Mbappé Signature Fußballschuh. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und Fazit. Gerne auch eure Meinung zu diesem Colorway in den Kommentaren dalassen. Ihr habt's gehört, falls ihr euch die Schuhe sichern wollt, schaut bei Apps und Teamsport vorbei, haben wir für euch unten verlinkt. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan, auch wenn es auf jeden Fall gewagt ist. Bin gespannt auf euer Feedback. Wenn ihr den Kanal supporten wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bleibt ihr auf dem aktuellen Stand. Und wie gesagt, unterstützt meine Arbeit enorm. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.